Herr Rüsselsheim, Sie sehen wir natürlich heute noch ein paar Mal wieder. Wir haben noch ein bisschen zu diskutieren, das heißt, wir haben so ein paar Themen aufgehoben. Ich übergebe aber nun für unser zweites Modul an Carsten Rolle, er ist Abteilungsleiter für Energie- und Klimapolitik beim BDI zum Modul Klimapfade durch die Krise. Herzlich willkommen. Frau Karabas, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem zweiten Panel, dem wir nahtlos anknüpfen können, mit oder auf den Klimapfaden durch die Krisen, die Klimakrise, aber eben auch die große Energiekrise, die uns alle beschäftigt. Wir hätten vor einem Jahr, als wir hier die Klimapfade-Studie präsentiert und diskutiert haben, uns eigentlich vorgestellt, ein Jahr später, wir diskutieren mit Ihnen, wo stehen wir, was von den 860 Milliarden Investitionen ist schon angeschoben, wo muss man vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Es ist anders gekommen. Mit dem 24. Februar haben wir eine Krisensituation, die uns allen, glaube ich, alle Kraft abbringt. Den Unternehmen, Politik, uns Verbänden in der Brücke dazwischen. Und was das für die Unternehmen bedeutet und was für Schlussfolgerungen wir uns von der Politik wünschen, das möchte ich jetzt gleich diskutieren mit den vier Panelisten, die ich auch schon mal nach vorne bitten möchte. Kommen Sie gerne, ich stelle Sie dann gleich, wenn Sie einmal sitzen, vor. Ja, ich sagte, durch die Krisen, sowohl eine Kurzfristkrise natürlich jetzt, das werden wir gleich diskutieren, wie kommen wir durch die nächsten zwei Winter, eine Mittelfristperspektive, auch das ist in dem ersten Panel schon angeklungen, was heißt das eigentlich für die 20er Jahre, für all das, was wir in vielen Szenarien aufgeschrieben haben, aber was heißt das auch für den Klimaschutz. Diskutieren, und ich darf jetzt vorstellen, neben mir zunächst möchte ich das mit vier Panelisten, zunächst aus der Wirtschaft, Herrn Gröbler. Herr Gröbler hat eine lange Karriere in der Energiewirtschaft als Maschinenbauer hinter sich mit vielen Stationen bei Vattenfall, in der Strategie, im M&A-Geschäft, aber auch im Windenergiebereich zum Schluss, bevor er dann vom Angebot zur Nachfrageseite gewechselt ist und heute der Vorstandsvorsitzende der Salzgitter AG ist. Herzlich willkommen bei uns. Frau Dr. Ingrid Nestle, neben Ihnen, uns allen gut bekannt, seit vielen Jahren in Bündnis 90 die Grünen in der Fraktion für das Thema Energie und Klimaschutz zuständig, aktuell als Sprecherin für Klimaschutz und Energie. Sie haben aber auch an vielen Stationen sich mit dem Thema schon beschäftigt, nicht nur im Studium schon, sondern auch in der Landespolitik, früher als Staatssekretärin im Ministerium für Energiewende, Umwelt und ländlicher Raum in Schleswig-Holstein und eben auch seit langem im Bundestag in der Bundesnetzagentur und, was ich mir gemerkt habe, sind auch eine derjenigen, die unsere Klimapfade-Studie auch tatsächlich intensiv gelesen hat, wie Sie uns mal gesagt haben. Neben Ihnen freuen wir uns, Marc Helfrich bei uns zu haben. Herr Helfrich ist ebenfalls aus dem Deutschen Bundestag von der CDU-CSU-Fraktion, dort Fachsprecher für Energiepolitik der Fraktion. Als Kaufmann auch mit Berufserfahrung in der Energiebereich bei einem Netzbetreiber und damit sozusagen also auch den Background, den wir gleich für die Diskussion energiewirtschaftlicher Art haben wahrscheinlich jetzt, aber eben kombiniert mit all dem Wissen, wie Politik funktioniert und wie politische Prozesse hier in Berlin funktionieren. Vielen Dank, dass Sie da sein können. Last but by far not least, Frau Dr. Katja Wünsche. Frau Dr. Wünsche, Betriebswirtin von Hause aus, hat ebenfalls eine steile Karriere in der Energiewirtschaft. Das ist hier das verbindende Element bei ganz vielen im Panel. Hinter sich, sie ist bei E.ON gestartet, in ganz vielen Funktionen, in der Strategie, auch beim Wind, auch bei den Erneuerbaren schon in Verantwortung gewesen, bevor sie dann von Rot zu Blau, wie die Energiewirtschaftler sagen, also von E.ON zu RWE und dort zur RWE Renewables gewechselt ist, dort heute die CEO für Onshore Wind und Solar mit der Regionalzuständigkeit für Europa und Australien. Eine Kombination, die uns übrigens direkt an unser BDI-Projekt Wasserstoffbrücke Australien erinnern lässt, denn sonst gibt es, glaube ich, diese Kombination Europa-Australien nicht so häufig. Aber das wäre nochmal ein eigenes Thema. Herr Gröbler, vielleicht darf ich mit Ihnen beginnen, weil wir über die aktuelle Krise eben schon gesprochen haben und natürlich die Stahlindustrie, ein Unternehmen wie Salzgitter,
von dieser Krise sicher ganz besonders betroffen sind. Wenn Sie jetzt auf die ganz unmittelbaren Dinge in diesem Winter, vielleicht noch im nächsten Winter blicken, was ist Ihre Perspektive? Was brauchen Sie noch, um gut durchzukommen? Wie nervös sind Sie bei dem, was bislang auf dem Tisch liegt? Ich glaube, also zunächst schlafe ich erstmal noch gut. Also das ist eine, ich glaube, müde sein hilft keinem. Wir sind vielleicht als Stahlindustrie, insbesondere diejenigen, die über Hochöfen verfügen, in einer etwas besonderen Situation, denn wir erzeugen einen Großteil der Energie, die wir in dem Prozess brauchen, selbst durch die Kohle, die wir in den Hochöfen einsetzen, im Hochofengas, was wir auch in unseren eigenen Kraftwerken nutzen können. Und damit sind wir an den großen Standorten im Wesentlichen energieautark. Das hilft uns sehr. Natürlich brauchen wir Gas in den Folgeprozessen. Und da schauen wir natürlich mit Sorge und haben auch das ganze Jahr schon mit Sorge darauf geschaut, wie die Gasverfügbarkeit ist. Ich glaube, eins muss man mal festhalten, bis jetzt haben wir keine Gasknappheit. Und der mit dem Speicherstand und dem nach wie vor mit der Möglichkeit, Speicher einzuspeichern, haben wir hier auch sicherlich einen gewissen Puffer. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das als Industrie sehen und auch vielleicht ein Stück stärker nach außen tragen. Ja, das wird anstrengend in diesem Winter und der ein oder andere oder wir alle merken das jetzt schon auf der Preisseite, auf der Verfügbarkeitsseite, glaube ich, habe ich zumindest einen vorsichtig optimistischen Blick, was diesen Winter angeht. Mir macht der nächste Winter deutlich mehr Sorgen. Was haben Sie als Unternehmen bislang schon angestellt, um Sie auf diese Krise vorzubereiten? Der eine hat Fuel-Switch-Möglichkeiten, der andere hat andere Strategien mit Energieunternehmen gemeinsam. Was ist Ihr Weg in der Krise? Gibt es Dinge, von denen andere hier lernen können? Ja, zunächst haben wir relativ stabile Prozesse. Es ist nicht so einfach, jetzt mal eben einen Ofen, der heute auf Erdgas läuft, auf Induktionsheizung umzustellen. Natürlich haben wir Energieeffizienzmaßnahmen, ich glaube, das geht für uns alle, die sich bisher nicht gerechnet haben, aufgrund der günstigen Energiepreise, die sich jetzt rechnen. Das wird uns in diesem Winter nicht helfen. Ich hoffe, dass uns das im nächsten Winter auf jeden Fall hilft, wenn Energieeffizienzmaßnahmen tatsächlich auch umgesetzt sind. Das schauen wir uns an. Und da haben wir auch operativ Prozesse verändert. Wir haben auch bewusst Fertigungsprozesse verlangsamt, um Energie einzusparen, mit mehr Personaleinsatz, ja, aber letztendlich um hier Energie einzusparen. Und wir schauen heute auf etwa 20% geringeren Energiebedarf bei der Salzgitter AG, als das vor einem Jahr gewesen ist. Damit liegen wir ungefähr im industriellen Durchschnitt. Man darf eins dabei aber nicht vergessen, ein Teil davon kommt natürlich auch durch die aktuell schwierige Situation, wo Produktion zurückgefahren wird und darüber natürlich auch Energie nicht genutzt wird. Aber ein Teil kommt auch über die Effizienzmaßnahmen. Demand Destruction als Teil des geringeren Gasverbrauchs, das ist das, was uns natürlich auch ganz kritisch beschäftigt. Kurz gespiegelt von der Angebotsseite von der Energiewirtschaft, auch wenn wir über Möglichkeiten, was Unternehmen selber jetzt anpacken können, um der Krise zu begegnen, vielleicht nochmal starten wollen. Der erneuerbaren Ausbau ist Ihr Tagesgeschäft. Wir haben eben von Herrn Niebert gehört. Das fand ich sehr bemerkenswert. Es gibt die Bereitschaft, auch an Rahmenbedingungen von allen Seiten etwas zu verändern. Sind es vor allen Dingen diese Rahmenbedingungen, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen, wo Sie an Grenzen stoßen, oder gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, da können wir auch selber noch eine Menge machen? Also momentan, die Ausbauziele sind ja wieder erhöht worden, das heißt, der Rahmen ist gesetzt, was sowohl für Deutschland wie auch Europa zu sehen ist. Jetzt geht es wirklich um die Umsetzung und da können wir es nur gemeinsam erreichen. Wir sehen, dass zwar die Ziele sehr hoch sind, die Umsetzung aber deutlich hinterherhinkt. Die ersten Gesetze sind in der Mache und kommen auch raus. Aber wenn man sich das genauer anschaut, jetzt bei Onshore und Solar, sind wir viel lokaler abhängig. Das heißt, selbst wenn wir die nationale Ebene dann auf den richtigen Weg gebracht haben, müssen wir runter auf die kommunale Ebene und gucken, wie ist es denn vor Ort in der Umsetzung. Und hier sehen wir noch die größten Herausforderungen. Wie kriegen wir das dann wirklich auch umgesetzt? Das von wir momentan 6-7 Jahre Entwicklungszeit. Vorhin wurden 6 Monate ja gesagt, halte ich für sehr optimistisch. Also 2-3 Jahre, das wäre ja schon mal mehr als die Hälfte verkürzt, wenn wir dorthin kommen. Und damit müssen wir uns wirklich lokal beschäftigen. Wie kriegen wir lokal die Unterstützung, dass die Genehmigungen schnell erfolgen? Jetzt theoretisch schon könnte man eine Genehmigung in 7 Monate bekommen. Theoretisch ist das machbar. Praktisch sieht man das nicht. Wir haben einen Windpark in Deutschland, den haben wir tatsächlich in 2 Jahren Entwicklungszeit bekommen. Und den habe ich mir natürlich angeschaut im Vergleich zu anderen, wo wir die üblichen 5, 6, 7 Jahre. Was ist hier anders gelaufen? Absolutes Commitment lokal von allen Beteiligten, dass sie diesen Windpark gemeinsam wollen. Und dann haben alle an einem Strang gezogen. Und wenn wir das hinkriegen,
dann ist es auch machbar und umsetzbar. Und dafür müssen wir eben jetzt weiter runter in die Kaskadierung auf kommunaler Ebene. Was müssen wir da an Maßnahmen umsetzen, damit es funktioniert? Das sind also auch Dinge, die Sie auch in der Verantwortung des Unternehmens sehen, sich um diese Akzeptanz vor Ort zu kümmern, das mitzunehmen. Trotzdem vielleicht nochmal den Ball aus dem letzten Panel aufnehmen von Herrn Niebert. Wenn Sie jetzt ein paar Karten auf den Tisch legen können, wir die Gesprächsbereitschaft haben, lasst uns über vielleicht auch neue Formen des Miteinanders sprechen, wie man so einen Rahmen beim Artenschutz oder bei anderen Themen auflösen kann. Was wäre denn ein besonderes Bottleneck? Es gibt mal so viele Stellen, der eine sagt, beim Seeschifffahrtsamt fehlt das Personal, der andere hat irgendwo ein anderes Bottleneck, was ihm gerade davon abhält, schneller voranzukommen. Wenn Sie da zwei oder drei Beispiele hätten? Also das eine Thema wurde schon gesagt, Digitalisierung. Das ist auch medial überall zu sehen, wie viel Papierordner man erstellen muss für 3, 4 Windturbinen. Da gibt es Beispiele. Manche Bundesländer haben das schon digital auf bestimmten Ebenen umgesetzt. Da muss man nur voneinander lernen. Zweitens ist die Bündelung des Know-hows. Wir sind ja davon abhängig, dass lokal in den Kommunen die Genehmigung erteilt wird letztendlich. Und da gibt es erste Ansätze. NRW hat das jetzt im Koalitionsvertrag aufgenommen. Die Bündelung wirklich von diesem Know-how, damit das etwas effizienter und schneller geht, weil auch wenn ein Kollege krank ist, ein Beamter oder in Urlaub ist, häufig gibt es da keine Vertretung, dann wartet man wieder. Also wenn man das bündeln könnte, würde das schon viel bringen. Und hier sehen wir erste Schritte in die richtige Richtung. Da müsste aber wirklich es durch alle Bundesländer gehen. Ihnen noch Herrn Helfrich hinzu, bevor es dann sozusagen auf die Regierungsbank geht, auch wenn Sie nicht Mitglied der Regierung sind, aber so ein bisschen doch vielleicht die Fragen dann mit beantworten können von Estel. Wir haben jetzt schon verstanden, es gibt diese Versorgungssicherheitsängste. Anfang des Jahres gab es auch mit der Unions- oder in der Unionsfraktion ja auch intensivere Diskussionen zum Thema Sanktionen, Gaspipeline. Ich glaube, dieses Bewusstsein, wie verwundbar wir an der Stelle sind, ist in den letzten Monaten überall gewachsen. Und jetzt aber sehr stark diesem Preis- und Kostenthema gewichen. Das ist das Dominante und in den letzten Tagen viel Diskussion zur Gasumlage. Sie haben das scharf kritisiert, wir auch, aber vielleicht sagen Sie noch mal, warum und was wäre Ihr Vorschlag, was müsste passieren? Also die Hauptkritik, die wir damals ehrlicherweise an dem Paragraphen 24 festgemacht haben, aber die Grundkritik gilt auch für die Gasumlage, ist, dass man de facto aus einem Großbrand einen Flächenbrand produziert. Und dann hat man in den Wertschöpfungsketten die Problematik und muss dann mit möglichst passgenauen Instrumenten hinterher löschen an verschiedensten Stellen, um das Problem wieder in den Griff zu kriegen. Wir haben da ja einschlägige Erfahrungen bei Corona. Da haben wir nur einen viel kleineren Teil der Volkswirtschaft gehabt und wir wissen, wie es gewesen ist, Förderrichtlinien, Kommission in Brüssel, Programmieren von IT-Plattformen, Antragstellung, Bewilligung, bis das alles ins Laufen kam. Und das ist etwas, wo wir einfach der Meinung sind, dass das in dieser Situation nicht praktikabel ist. Es wird nicht funktionieren. Wir werden dort zu spät kommen. Wir werden auch nicht diese passgenauen Dinge in allen Lebenslagen und Wirtschaftslagen hinbekommen. Und deswegen haben wir tatsächlich gesagt, soll ein Großbrand dann auch als Großbrand behandelt werden. Die Analogie zur Bankenkrise drängt sich ja förmlich auf. Da hat man ja ehrlicherweise auch nicht den Banken gesagt, jetzt erhöht mal die Zinsen ab morgen bei euren Kunden und erhöht die Kontoführungsgebühren und das macht ihr dann so lange, bis ihr 90% eures Problems reinverdient habt. Das haben wir da ja auch nicht gemacht. Und da gab es ja durchaus gute Gründe für. Einmal diese Gasumlagenfrage von Estel nochmal aufnehmen. Das eine ist, wie Herr Helfrich beschrieben hat, wie kriegen wir die Lasten von diesen enormen Gaspreisen jetzt erträglich runter? Da ist die Umlage ein Teil. Für Privathaushalte mit ermäßigtem Steuersatz ist da schon ein kräftigerer Schluck aus der Pulle, sage ich mal, genommen worden. Für Unternehmen eigentlich nichts. Ist das eine Schieflage? Was würden Sie vorschlagen? Das vielleicht als einer Teil. Und zum anderen nochmal zu dem Kern des Problems, warum wir mit diesen hohen Kosten auch im Strombereich konfrontiert sind. Herr Russwurm hat es eben gesagt, auf der Angebotsseite die Stunde, jetzt müsste doch eigentlich jedes Kraftwerk, was in Deutschland irgendwie verfügbar ist, laufen, um das Angebot auszuweiten und tatsächlich die Preise zu senken, bevor wir über irgendwelche Preismechanismen und Eingriffe nachdenken. De facto laufen 2 Steinkohlekraftwerke mehr aus der Reserve. Was hält uns davon ab, das endlich zu beschleunigen?
Also genau daran arbeiten wir auch gerade, das noch weiter zu beschleunigen. Wir haben das Gesetz ja so gestrickt, dass da mehr Kraftwerke in den Markt kommen sollen. Wir sehen, dass es noch nicht passiert und unter anderem, deswegen habe ich da gerade so aufgeregt telefoniert am Rand. Also wir sind damit sehr beschäftigt und hoffen, dass wir da auch noch mehr hinbekommen. Die Frage nach der Gasumlage, was wollen wir an der Stelle? Tatsächlich, ich glaube, es klang bei Kollege Helfrich schon durch, also wir wollen das Geld auch in die Hand nehmen, um zu unterstützen, aber unsere Vorstellung ist es, zielgenauer in die Hand zu nehmen, als einfach zu sagen, wir nehmen jetzt 30, 40, 50, 60 Milliarden. Ja, also die Lieferungen sind ja noch weiter zurückgegangen. Man hatte ja damals bei der Berechnung der 30 Milliarden, damals hieß es ja 30 Milliarden, kostet es, außer diese Trittbrettfahrer, die nehmen wir sowieso raus. Aber da hatte man ja noch nicht gesehen, dass die Lieferungen von Russland auf Null gehen. Das heißt, es ist jetzt eine noch größere Summe, um die es an dieser Stelle geht. Und dieses Geld kann man natürlich nur einmal ausgeben. Ja? Und wir wollen dieses Geld auch ausgeben, aber wir sehen, und ja, eine gewisse Schieflage sehe ich da auch. Ich habe auch ein bisschen geschluckt, als Herr Scholz mit dieser Mehrwertsteuersenkung kam und so bei den Unternehmen nichts ankam. Das war jetzt aber auch nicht lange vorher diskutiert. Sehe ich ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis, Unternehmen zu helfen, die in dieser Notsituation sonst in den Konkurs laufen. Ja? Und da möchte ich möchte dieses Geld gerne zielgenauer einsetzen, um so viele Unternehmen wie möglich zu retten und auch um den Menschen in der größten Armut zu helfen und eben nicht es einzusetzen, wenn wir die Gasumlage jetzt einfach ersetzen durch Steuergeld, dann heißt es ja, jede Kilowattstunde Gas wird gleich unterstützt. Das heißt, die reichen Menschen, ja, die überhaupt gar kein Problem haben, die übrigens im Durchschnitt doppelt so viel Gas verbrauchen wie die Armen, ja, die kriegen dann auch doppelt so viel Subvention vom Staat, obwohl sie es überhaupt nicht brauchen. Also im Privatbereich geht doppelt so viel Geld zu denen, die es nicht brauchen, als zu denen, die es brauchen. Und auch im Unternehmensbereich glaube ich eben, dass wir diese zielgenauen Hilfen jetzt brauchen. Und ehrlich gesagt, wir arbeiten intensiv, BMWK arbeitet intensiv an Unterstützungsprogrammen. Auch das ist alles schon wieder schwieriger, als man sich wünscht. Und die Programmierung, die alles weiter, da geht aber voll Power rein. Und wir haben aber noch nicht die Zusage vom Finanzminister für das Finanzierungsvolumen, wie viel Geld wir da überhaupt reinstecken können. Ja? Und das ist eben unsere höchste Priorität, dass da Geld reingeht. Jetzt, sorry, wenn ich so lange rede, aber tatsächlich, es passt, das ist eins, was ich noch sagen wollte, und es passt zu der letzten Frage, die ich mir jetzt gemerkt habe, von dem, was Sie gesagt haben. Sie gefragt haben, wie kriegen wir die Preise runter? Ja? Und da ist es eben das eine, dass wir wirklich Geld in die Hand nehmen, wirklich unterstützen und möglichst zielgenau. Aber wir wissen auch, ja, solange die Preise so hoch sind, können wir das Problem nicht wegsubventionieren, bei allem guten Willen der Welt, ja, weil es einfach zu teuer ist, weil es einfach zu viel ist. Und deswegen ist meine allererstes Ringen, ja, seit Wochen und Monaten diese Preise wieder runterzubekommen. Und aus meiner Sicht haben wir jede Chance, das zu tun. Wir müssten eigentlich nur den Verbrauch ein bisschen reduzieren. Ja, es gibt keinen Grund, dass Gas aus Norwegen so absurd teuer sein muss, außer dass wir halt ein bisschen mehr verbrauchen, als da ist und der Markt deswegen verrückt spielt. Und ich habe mich ja gefreut, dass Sie noch gut schlafen. Ja, ich sage ganz ehrlich, ich tue es gerade nicht mehr. Und ich teile ja auch, was Sie sagen. Es ist besser, ausgeschlafen zu sein. Ich schlafe ja nicht freiwillig schlecht. Ja, ich stelle mir nicht den Wecker zu früh. Ich gehe rechtzeitig ins Bett. Aber inzwischen wache ich jede Nacht auf und wälze dieses Ding. Weil ich glaube, wir haben jetzt die Chance. Das finde ich ja das Schlimmste. Ja, ein großes Problem, das kann man angehen. Aber ein Problem, von dem wir jetzt wissen, dass es im Winter kommt, von dem wir wissen, dass wir es jetzt lösen können. Aber wir tun es irgendwie nicht ausreichend. Ja, das ist doch das, was einen fertig macht. Und ich glaube, wo wir wirklich einfach ganz viel Potenzial haben, jetzt beginnt die Heizperiode. Das allermeiste Gas verschwindet in diesen Gebäuden. Ja, und das muss doch jetzt ganz verdammt nochmal klar sein, dass einfach überhaupt niemand mehr aus dem Fenster rausheizt. Ja, und das ist irgendwie nicht klar und das dringt irgendwie nicht durch. Und das wäre mein ganz großer Wunsch, dass wir dafür nochmal eine Allianz finden. Und ich glaube, dann kommen wir wirklich heil durch den Winter. Ja, oder wir sehen am Ende vom Winter und sagen, hätten wir mal damals im September. Also Energieeffizienz und Bewusstsein, ich glaube, das wird durch die Preise momentan ja auch Land auf, Land ab viel diskutiert. Ja, aber soll ich jetzt einmal sagen, bei den Unternehmen ja, aber bei den Menschen und auch öffentlichen Verwaltungen, die heizen, nein, ja, längst nicht ausreichend. Ich bleibe noch eine Sekunde bei dem Strom, wenn Frau Wünschel, ich weiß nicht, ob Sie dazu auch was sagen können, auch wenn es nicht ganz in Ihrem Bereich fällt, aber die Frage, warum wir nach wie vor so wenig Kraftwerke, Kohlekraftwerke auch wieder zurückholen können oder geholt haben, auch RWE verfügt ja über einige. Was müsste denn noch aus Ihrer Sicht passieren, damit die tatsächlich jetzt noch ans Laufen kommen, damit wir die Strompreise mindestens ein bisschen herunterbekommen? Ist das ein Logistikproblem oder ist es gesetzlich schwierig? Wir haben ja doch in den Reserven eine ganze Menge stecken. Erstmal eine interessante Frage für jemand, der Renewables macht, jetzt über Braunkohle zu reden. Aber bei RWE werden in der Tat drei Braunkohlekraftwerke gemäß der Vorgabe der Bundesregierung zurückkommen und werden ans Netz gehen. Soweit ich das im Blick habe, wird es Oktober sein.
Also haben wir etwas Hoffnung, dass von da etwas Entlastung kommt. Bevor wir gleich die mittelfristigen Themen auch diskutieren, jenseits der aktuellen Krise, wollen wir dem Klimaschutzthema uns zuwidmen. Und da freue ich mich sehr, dass Frau Kabas jetzt mit einer der Klimaköpfe in Berlin spricht. Ganz herzlichen Dank, genau, denn wir haben Ihnen jemanden mitgebracht. Dr. Brigitte Knopf ist Generalsekretärin des Mercator Research Institutes on Global Commons and Climate. Eine der bekanntesten Klimaforscherinnen in Deutschland, kann man, glaube ich, so sagen. Und wir haben jetzt den Fokus Industrie. Lassen Sie uns kurz drüber sprechen. Vergessen wir eigentlich in der aktuellen Situation manchmal die Klimakrise? Also ich glaube, dass die Klimakrise tatsächlich physisch spürbar ist und wir sehen Bilder aus Pakistan und der nicht mehr schiffbare Rhein wurde ja schon genannt. Aber ich glaube, die Bewältigung der Klimakrise, die tritt gerade in den Hintergrund. Und das nehme ich auf globaler Ebene wahr. Da werden wir eine sehr, sehr schwere Klimakonferenz im November haben. Aber ich nehme das auch auf deutscher Ebene wahr. Und aus meiner Sicht ist es schon so, dass es sehr starke Synergiemöglichkeiten gibt, die Energiekrise zu bewältigen und die Klimakrise zu bewältigen, dass wir diese Synergien aber noch nicht ausreichend nutzen und dass wir eher in so Pfadabhängigkeiten kommen. Und vielleicht kurz nochmal zu den Synergien. Also über Erneuerbare wurde schon sehr viel gesprochen. Das müssen wir beschleunigen. No regret, völlig klar. Ich glaube, das ist allen klar. Aber das, was Ingrid Nestle gesagt hat, das sehe ich auch so. Bei der Energieeffizienz sind wir überhaupt noch nicht dort, wo wir sein könnten. Das sehe ich in der Industrie tatsächlich. Da sind die Preise da, da wird reagiert. Also da findet was statt, Energieeffizienz, es wird weniger Gas verbraucht, da sieht man das. Aber viele Verbraucherinnen und Verbraucher, da sind die Preise noch gar nicht angekommen. Mhm. Also Stichprobe privat, N gleich 5, Leute gefragt, die wissen teilweise gar nicht, wie in ihren Häusern geheizt wird. Also da sind die Preise noch nicht angekommen. Und das hat nichts mit Pullover anziehen zu tun, sondern wir wissen aus der Forschung, dass Preissignale ein wichtiges Signal sind, um Energie zu sparen. Dazu braucht es Informationskampagnen, vielleicht auch einen Bonus für Energiesparen, aber sozusagen da ist überhaupt noch nichts passiert aus meiner Sicht. Vielleicht in Richtung Industrie, meine Wahrnehmung, vielleicht nur in meiner Blase ist, dass auch sowas wie Kreislaufwirtschaft, ich glaube, da könnte man jetzt auch einen neuen Anlauf machen. Ich habe mit großem Interesse gesehen, dass nachher nochmal ein Panel zur Kreislaufwirtschaft gibt. Auch das sind ja Sachen, die sehr, sehr wichtig sind und die könnte man jetzt nochmal hervorholen. Und in Bezug auf Industrie, wir werden als in dem Copernicus-Projekt Ariadne, werden wir bald neue Szenarien vorlegen. Und wir haben 8 verschiedene Szenarien gerechnet, wie die Industrie ihre Ziele für 2030 schaffen kann. Und nur in 2 Szenarien werden die Klimaschutzziele für 2030 erreicht. Was passiert in diesen beiden Szenarien? Da ist entweder der CO2-Preis hoch oder Wasserstoff billig, aber es findet auch ein schnellerer Austausch von Anlagen statt, zum Beispiel Dampferzeuger, gasbasiert auf Strom basiert, also eine schnellere Umstellung. Und da sehe ich dann wieder eine Chance, ich sag mal so, wenn die Unternehmen diese ganz akute Krise überleben, wir haben es auf dem ersten Panel gehört, das ist natürlich eine existenzielle Bedrohung, dann kann das eine Chance sein, einen schnelleren Umstieg hinzubekommen. Aber im Moment, ich bin einfach ein bisschen skeptisch, es werden Klimakrise, Energiekrise gegeneinander ausgespielt, nicht zuletzt auch mit dem 3. Entlastungspaket, das möchte ich kurz noch zum Schluss nennen. Dieses Signal, den CO2-Preis auszusetzen, ist aus meiner Sicht verheerend. Das ist ein fatales Signal gewesen. Man sagt damit, Klimaschutz ist teuer, können wir uns nicht leisten. Europäisch sagen die europäischen Länder, naja, Moment mal, wir wollten doch eigentlich einen 2. Emissionshandel in Europa aufstellen, was ist jetzt mit Deutschland? Und an Entlastung bringt es de facto auch nichts. Mhm. Also insofern sehe ich hier schon, dass der Klimaschutz ganz schön unter die Räder kommt. Ganz kurze Nachfrage zu Ihrer Intervention, bevor ich Sie auf das Panel auch entlasse. Das heißt aber tatsächlich, wir brauchen eigentlich die höheren, oder sagen wir mal so, es bedarf eines höheren Preises für alles, sowohl für Verbraucher als auch für die Industrie, damit es überhaupt zu einem Kipppunkt kommt, was das Thema Krise angeht. Es gibt natürlich einen Punkt, an dem es dann desaströs sein kann, in dem es kaputt machen kann, aber der hohe Preis an sich ist jetzt erstmal nicht per se was Schlechtes. Naja, es kommt darauf an, wie man dann entlastet und wie man das ausgestaltet. Und insofern, also wie gesagt, ich glaube, dass bei vielen Privathaushalten dieses Signal noch gar nicht angekommen ist. Man müsste sagen, dass zum Beispiel eher monatliche Abrechnungen, dass es monatliche Abrechnungen gibt, dass die Versorger jetzt gezwungen werden, die Preiserhöhungen anzukündigen. Also dass man diese Signale sieht und dann muss es an anderer Stelle eine Entlastung geben, am besten pro Kopf über einen Kanal.
Und das sehe ich auch so, wir können nicht alle gleich entlasten. Wir müssen uns auf die ärmeren und die mittleren Einkommen da beschränken, weil sonst wird es in Summe zu teuer. Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde Sie jetzt zu Herrn Rolle wieder in die Hand übergeben. Sehr spannend, danke für Ihre Intervention. Jelila, nehmen Sie es gerne mit. Nehmen Sie das bitte. Bitte, bitte. Ja, ich glaube, das war unglaublich spannend, jetzt nochmal diese Dimension wirklich reinzunehmen. Wie verbinden wir das? Wie halten wir Wertschöpfungsketten in Deutschland? Das große Stichwort, glaube ich, oder die Lehre der letzten zwei Jahre, sowohl der Covid-Krise wie auch jetzt des Russlandkrieges, ist Resilienz. Wie gelingt es, Wertschöpfungsketten in Deutschland dauerhaft zu halten, vielleicht sich auch anders noch darum zu kümmern? Und ist das, was wir dafür bislang tun, schon ausreichend? Nochmal zu Herrn Gröbler. Wir haben in der Umfrage vorhin gesehen, es gibt Unternehmen, die reagieren jetzt darauf, sagen, uns fehlt die Liquidität, wir müssen Investitionen zurückstellen. Andere sagen, umso schneller jetzt. Wie ist es bei Ihnen? Na, wir gehören ganz klar ins zweite Lager. Wir sagen ganz klar, wir haben einen Transformationspfad eingeschlagen. Und an dem halten wir auch fest, weil ich zutiefst daran glaube, dass wir nur in Europa langfristig überleben können, wenn wir den Weg in Richtung Dekarbonisierung gehen. Und je früher wir damit da dran sind, desto eher können wir auch als Unternehmen in dieser Industrie in Europa überleben. Also ich war ganz dankbar, ich weiß nicht, ob Sie unser Strategiepapier gelesen haben, es klang fast so. Das Thema Circularity ist also gerade für die Stahlindustrie ein absolut zentrales Element. Ich habe ehrlicherweise nicht verstanden, wieso das bisher noch nicht gespielt wurde und der Fokus darauf gelegt wurde. Ich meine, Stahl ist perfekt für eine Circular Economy. Das auszubauen, das weiterzutreiben, macht einen Haufen Sinn, ist deutlich energieeffizienter als alles neu über Erz zu machen. Wir werden weiter Erz brauchen, weil wir mehr Stahl brauchen, als über den Schrott zurückkommt. Aber trotzdem, da lassen sich deutlich, deutliche Effizienzgewinne zeigen. Und bei dem Thema Umstieg, ja, wir machen das. Wir haben eine Investitionsentscheidung getroffen, jetzt im Juli 700 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, in diesem Juli, also nach dem Kriegsbeginn, um in die Transformation einzusteigen. Wir wollen bis 2033 spätestens klimaneutral sein als Stahlunternehmen, was in Europa sicherlich eine Herausforderung ist. Aber ich glaube, der Krieg und die Krisen aktuell zeigen auch, wie wichtig solche Grundstoffindustrie in Europa ist. Und deswegen glaube ich daran, dass wir einen Platz in Europa haben und das funktioniert aber nur, wenn wir tatsächlich uns als Industrie auch dekarbonisieren. Und das haben Sie jetzt entschieden auch, bitte? Das haben Sie jetzt auch entschieden, noch bevor Differenzverträge, Contracts for Difference, wir haben im letzten Jahr viel über das Thema Betriebskosten auf dem Weg zum Klimaschutz gesprochen, schon so verabredet sind, dass Sie die sozusagen mit einkalkulieren können. Es gibt viele Überlegungen, wie kann man diese Strecke hoher Gaspreise auch für den Unternehmen erträglich machen, CFDs für Gas und Wasserstoff in Kombination, um irgendwo da diese Brücke in das neue Zeitalter zu bauen. Aber darauf warten Sie nicht, das haben Sie jetzt sozusagen schon fest im Blick. Genau, darauf können wir nicht warten. Also ich finde die Diskussion um Klimaschutzverträge im BMWK richtig und sinnvoll. Muss man gucken, wie sie dann am Ende ausgestaltet sind. Mir macht ehrlicherweise was anderes viel mehr Sorgen. Also ich finde, das, was die Bundesregierung im Moment tut, geht in die richtige Richtung. Man kann über Geschwindigkeit und die Ausprägung rechts, links immer noch streiten. Aber mir macht Brüssel viel mehr Sorgen. Mir macht Brüssel viel mehr Sorgen. Nehmen wir das Thema grüner Wasserstoff. Was wir dort im Moment an Regulierung aufbauen für einen Markt, den es noch gar nicht gibt, den wir aufbauen wollen, wo wir die Komplexität haben, Erzeugung, Infrastruktur und Verbrauch zu koordinieren, was wir dort an regulatorischem Werk jetzt schon aufbauen, das wird diesen Markt mindestens mal 5 Jahre verlangsamen. Und dann haben wir Australien, dann haben wir Amerika, dann haben wir Katar, die an uns vorbeiziehen werden an der Stelle und dann werden wir wieder Energie importieren. Wohin das führen kann, das sehen wir gerade. Und da, glaube ich, müssen wir als Europäische Union viel stärker werden, hier eine solche Industrie entstehen zu lassen und damit der Grundstoffindustrie oder der energieintensiven Industrie, die wir in Europa haben, eine Chance zu geben, auch hier zu bleiben. Die vielen Milliarden des Inflation Reduction Acts von Herrn Biden sind schon angesprochen worden. Aber gehen wir nochmal zum Thema Stromkosten, Frau Wünschel. Weil wir Unternehmen, Energieunternehmen und Industrie ja auch vieles gemeinsam verabreden können. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr über das Thema PPAs gesprochen, über die Frage, wie können Industrieunternehmen im Grunde genommen auch mit einem eigenen Buy-in sozusagen sich so beteiligen, dass sie auch von niedrigeren Erzeugungskosten profitieren können. Zunächst mal ein Thema vieler eher größerer Unternehmen. Aber ist das was Sie perspektivisch auch für den Mittelstand sehen?
Grundsätzlich sehen wir das auch in verschiedenen Ländern hochkommen, das Thema, nicht nur in Deutschland. Da sehen wir es natürlich von den Industrieunternehmen. Für den Mittelstand ist es immer eine Frage, was für ein Portfolio kann ich anbieten? Wie viel kann ich bündeln? Was ist die Nachfrage? Ich würde sagen, es ist alles möglich. Ist es das erste Produkt in den jeweiligen Märkten? Das ist sehr unterschiedlich, wie die Märkte sich entwickeln. Da muss man sagen, es gibt ja viele Märkte, wo wir ein klassisches CFD-System haben, zum Beispiel in Frankreich. Da sehen wir eher Produkte jetzt kommen, dass die Gemeinden sich beteiligen wollen. Das ist dann natürlich die Ausbaustufe. Man kann jedes Produkt öffnen und mit Partnern machen. Das ist nicht das Problem. Das grundsätzliche Problem ist, es gibt zu wenig Produkte. Wir haben zu wenig Projekte. Das ist das. Also wir haben einfach viel zu wenig Genehmigungen, um zu bauen. Wenn da ein Volumen da ist, dann kann man problemlos Produkte strukturieren für verschiedene Abnehmer. Aber momentan ist ja das Angebot viel zu gering. Also mal eine Zahl zu nennen. Wir müssten, um unsere 7 Gigawatt Onshore, die wir uns in Deutschland setzen, bauen, 4 Turbinen pro Tag bauen. Wir werden 2 dieses Jahr erreichen. Und 4 ist jetzt nicht so viel. Also es ist machbar. Aber wir sind noch weit davon entfernt. Wir haben das Niveau noch nie erreicht. Wir werden uns also um diese Wertschöpfungsketten vielleicht auch strategisch noch anders kümmern müssen und nicht nur darauf warten, dass irgendwo die Industrie wächst. Das höre ich so ein bisschen raus. Gübler dazu? Ja, das ist eines der Riesenprobleme, was wir haben, ja, als energieintensive Industrie. Wir sind darauf angewiesen, dass diese erneuerbare Energie kommt. Wir sind darauf angewiesen, dass die PPAs auch tatsächlich bei uns ankommen. Und wenn man mal nach Deutschland guckt, letztes Jahr ist, glaube ich, offshore kein einziges Windrad gebaut worden. Und dieses Jahr ist es, ich weiß es nicht, eine Handvoll? Also so kann es nicht weitergehen. Und das ist ja jetzt nicht ein aktuelles Thema. Das Thema diskutieren wir ja schon seit Jahren, dass wir einfach mehr Zugang zu grünem Strom brauchen. Denn ich kann mein Produkt nur dekarbonisieren, wenn ich auch am Ende grüne Energie habe. Sonst ehrlicherweise komme ich nicht weiter. Nochmal den Horizont setzen und zeitlich auch etwas erweitern. Wir haben eben so viel über die akute Krise gesprochen. Was davon verdeckt wird, ist, dass wir uns darauf einstellen müssen, mittelfristig, längerfristig, dauerhaft höhere Energiekosten, insbesondere Gaskosten in Deutschland und Europa zu haben. Frage an auch Sie beide nochmal, Frau Nestle-Helfrich. Was wären denn auch mittelfristige Antworten aus dem politischen Bereich? Wo können Sie Mut machen, dass da Ideen bestehen, wie man dem Herr wird, sowohl auf der Strom- wie auf der Gaskostenseite? Was kann Politik drehen, an welchen Schrauben? Wer möchte zuerst? Machen wir es diesmal andersrum. Danke, Marc. Also auf jeden Fall, der Ausbau der Erneuerbaren ist der Schlüssel. Ja, ich glaube, das haben Sie gerade schon angesprochen. Wir haben ja das größte Booster-Paket für Erneuerbare vor dem Sommer auf den Tisch gelegt mit genau ganz neuen Ausbaupfaden, mit Bürokratieabbau. Zum ersten Mal mit einem Gesetz, dass auch in Bayern Windkraft tatsächlich zugebaut werden muss, weil sonst an der Stelle die Privilegierung im Außenbereich wieder greift. Also eben auch nicht nur eine Vereinbarung, sondern tatsächlich mit klaren Konsequenzen. Und genau darum ging es tatsächlich auch gerade in meinem Telefonat, dass wir uns immer noch neue Dinge suchen, wie wir noch weiter Bürokratie abbauen können, um tatsächlich auch die Genehmigung zu beschleunigen, wenn es um die Flächen geht. Ich glaube, das ist der eine ganz große Teil. Auch, ich glaube, so viel Zeit habe ich nicht, um alle meine Ideen zu erzählen. Aber zum Beispiel beim Gaseinsparen ist, glaube ich, serielle Sanierung was wir richtig hochskalieren müssen, weil wir zum einen sehr viel günstiger sanieren können, aber auch mit sehr viel weniger Handwerkern viel schneller die Gebäude durchsaniert bekommen, ja auch ein zentraler Punkt. Vielleicht kann ich das jetzt einmal nutzen nochmal. Ich merke gerade, dass ich gerade selber ein bisschen Störgefühl rausging, so boah, jetzt habe ich gerade eben so gesagt, Mist, ja, wir tun jetzt nicht, was notwendig ist, aber wir sind doch Regierung. Also tatsächlich finde ich als Ampel, wir haben ganz viel Krisenmanagement, ich finde auch als Ampel gemeinsam gut hinbekommen, ja, LNG-Gesetz und Gasspeichergesetz und Kraftwerkbereithaltungsgesetz und Gazprom Germania übers Wochenende in Treuhänderschaft und Rosneft in der Vorbereitung und ja, also da läuft sehr, sehr viel im Krisenmanagement und auch dieser Bereich mit dem Einsparen, den hat Robert Habeck, der hat sich in der Primetime hingestellt, in den Tagesthemen immer wieder an verschiedenen Stellen gesagt, Leute, ihr müsst jetzt sparen. Aber alleine schafft er das nicht. Das kann er auch nicht schaffen allein. Ich finde, das passt zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Auch die kommunale Ebene muss mitziehen. Aber auch alle müssen bei dieser klar, wir müssen jetzt zusammenstellen. Wenn natürlich gleichzeitig von anderen Seiten so Entspannungssignale gesendet werden, aller, ja, ja, wir kümmern uns schon, ja, seid alle beruhigt, ja, dann kann es eben nicht funktionieren. Bei Corona haben wir das geschafft. Da haben alle Parteien gemeinsam, alle sinnvollen Parteien gemeinsam gesagt, ihr müsst Abstand halten. Ja? Und das haben die Leute gemacht, auch da, wo nicht kontrolliert worden ist. Und ich glaube, es ist verdammt nochmal sehr viel schwieriger, von seinen Freunden Abstand zu halten, ja, als die Heizung auszumachen, wenn man lüftet. Das muss doch möglich sein, dass wir das gemeinsam sagen und dann eben auch über alle Ebenen zusammenhalten. Ich glaube, dann kriegen wir es hin. Emotionaler Danke. Appell, mit dem wir ja auch mitmachen als Industrie. Helfrich, aber was fehlt noch?
Also beim Thema erneuerbaren Energienausbau sind wir uns ja einig. Wo ich glaube, ein großer Fokus auch drauf gelegt werden muss, ist tatsächlich das Thema grüner Wasserstoff und da auch Importe zu realisieren, weil das, was wir an Strom in Deutschland produzieren, in der Zukunft werden wir im Wesentlichen eben als elektrische Energie benötigen. Also diese Vorstellung, gigantische Erzeugungskapazitäten im Inland aufzubauen, die teile ich nicht, aber nicht, weil ich nicht das Thema grüner Wasserstoff oder entsprechende Derivate teile. Wir müssen das Thema Flexibilität in den Fokus nehmen. Da ist noch viel Luft nach oben. Es gibt jede Menge Großverbraucher, die auch flexibel sich verhalten können und wollen, aber eben nicht ökonomisch am Ende noch bestraft werden. Das ist das Thema Regulierung. Das ist ein Thema, was wir hier in Berlin zu lösen haben. Das Thema der Energiespeicherung und zwar dann auch auf der Stromseite noch stärker mit in den Blick zu nehmen. Beim Thema Gas haben wir historisch große Kapazitäten, die wir stiefmütterlich in der letzten Zeit behandelt haben. Und ich glaube, hier ist so ein bisschen der Fokus oder der Tenor reingekommen. Es gibt im Moment gar nicht so die große Bereitschaft, sich zu bewegen, oder es gibt irgendjemanden, der sagt, musst du auch gar nicht, weil wird demnächst alles wieder gut. Ich glaube, wir können gar nicht mehr Bereitschaft sowohl bei der Wirtschaft als auch bei den Bürgern finden, wie gerade derzeit. Und das, was Sie gesagt haben, Frau Dr. Knopf, also meine Nachbarn haben zum 1.9. die erste Erhöhung bekommen, im Freundeskreis diskutiert, die haben zum 1.11. die zweite Erhöhung bekommen. Derjenige, der nur 11 Cent Gaspreis hat, ist der Gewinner in der abendlichen Runde. Es sind welche, die sind bei kurz unter 30 Cent. Wer da glaubt, dass bei den Menschen, die das auf dem Tisch liegen haben, nichts passiert, der ist, glaube ich, nicht ganz geerdet an der Stelle. Es gibt natürlich diejenigen, die in den großen Parteien, Mehrparteienhäusern leben, die das noch nicht sozusagen schwarz auf weiß haben. Das ist ein Problem in dieser Teil. Da ranzugehen. Aber ich glaube, das Bild, dass also in diesem Land ganz viele Leute noch in so einem Dämmerschlaf sind und meinen, im März ist alles wieder gut, ich glaube, das Bild ist nicht mein Bild, was ich derzeit draußen sehe. Letzte Frage, weil wir auch zum Schluss kommen müssen. Brigitte, an dich. Du bist auch Mitglied des Klimaschutzrates, wo sich jedes Jahr auch die Ziele, die Sektorziele angeguckt werden. Man gucken muss, wie pragmatisch müssen wir jetzt auch in den ein, zwei Krisenjahren gehen. Ich will aber stärker nochmal auf dieses Thema, wie gehen wir auch mittelfristig mit unseren Wertschöpfungsketten um, nochmal zurückkommen. Wir haben gesehen, starke Aufmerksamkeit jetzt auf den erneuerbaren Ausbau. Wir merken immer mehr, es gibt Bottlenecks auch in der Industrie, Zuliefererseite. Wir müssen uns um die Technologien in Europa kümmern und die auch hier halten. Man weiß nicht, was für Konflikte in Asien noch auf uns zukommen, bis hin zu den Rohstoffen, seltene Erdmetalle und ihre Raffinaden, die fast alle aus China kommen. Also wenn wir wirklich diese Beschleunigung des Klimapfades haben wollen, brauchen wir dann auch eine Industriepolitik. Das war meine erste Reaktion, als wir hier in die Runde gegangen sind, wo ich auch dachte, in der Tat, also wir brauchen eine Industriepolitik. Im Moment ist es für mich nicht ganz klar erkennbar, wie die Industriepolitik aussieht. Und ich glaube, wir brauchen eine strategische Industriepolitik, die kurzfristige, hoffentlich nur zwei Jahre andauernde Krise zusammendenkt mit dieser langfristigen Transformation. Weil wo werden wir nächstes Jahr stehen? Es wird viele Unternehmenspleiten geben. Es wird die Debatte, die wir jetzt zur Entlastung der Haushalte haben, werden wir natürlich zur Rettung der Unternehmen haben, völlig klar. Und dann stellt sich ja auch für die Politik wieder die Frage, welche Unternehmen retten wir, auf welche Weise? Und ich glaube, da muss man ja dann auch irgendwo Kriterien anlegen. Herr Rosenbaum hat selber gesagt, wir können nicht alle Unternehmen unterstützen und von daher dann sozusagen eher auf Unternehmen zu gucken, die einen plausiblen Pfad für die Zukunft aufzeigen. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und Herr Helfrich, ich möchte nicht missverstanden werden, dass die Leute das gar nicht verstehen. Aber ich merke einfach, dass bei vielen diese Preiserhöhungen noch nicht angekommen sind. Genau wie Sie sagen, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, wo die Versorger auch noch nichts geschickt haben. Und das ist ein Riesenproblem, weil die werden irgendwann im Januar dann vielleicht ihre Abrechnung bekommen und dann trifft es sie um so doppelt härter, weil sie sich diese Größenordnung gar nicht vorstellen konnten. Wie sichern wir industrielle Wertschöpfung? Das war unser Industriepanel. Herzlichen Applaus an alle fünf. Applaus